Gute und hallo zu einer neuen Ausgabe von Daily, eure Tagesdosis Angeberwissen hier bei Shuki Banuki. Und heute reden wir über den heutigen 6. März. 6. März! 6. März. Ja. 6. März, Geburtstagskind des Tages. Smudo. Nee, SMUDO musst du sagen. SMUDO. Nicht Smudo. Ich lass dir da die Bühne gerne. SMUDO. Einer der größten Fanta 4 Fans, den ich kenne. Ja. Smudo. Einer der größten, den du kennst, wer ist denn größer? Die du kennst. Bestimmt. Die du kennst. Die ich kenne. Jetzt. Also ich war mal auf dem Konzert von Fanta 4, damals in Sindelfingen war das. Da haben sie auf dem Mercedes-Benz-Dings, 100 Jahre Mercedes-Benz Sindelfingen oder irgend sowas haben sie da gespielt. Gerappt. Und da waren lauter Mercedes-Benz-Mitarbeiter, die dann da gestanden haben und eigentlich gar keine Fanta 4-Fans waren. Und dann war so eine ältere Frau, die hat gesagt, sie kennen aber Fanta 4 ganz gut. Ja klar, kennst du nicht oder was? Naja, geht so. Aber ich kenne überhaupt kein Lied von denen. Was? Du kennst kein Lied von denen, Fanta 4 oder was? Und bist du auf dem Konzert? Das gibt's ja wohl gar nicht. Und da habe ich dir erstmal erzählt, was wir alles... Dann sagst du zu mir, ja, kriegen Sie 10 Lieder zusammen? Alter, 10 Lieder! Ich singe 10 Lieder durch, 10 Lieder, habe ich 10 Lieder. Habe ich denen, glaube ich, 35 Titel. Und irgendwann mal hat meine Begleitung zu gesagt so... Ist gut. Lass die Frauen ruhen. Lass die Frauen ruhen. Ja. Ja. Auf jeden Fall, Smudo heute am 6. März Geburtstag. Richtig. Ja. Und am 6. März wurde in Venedig Giuseppe Verdis Oper La Traviata auch uraufgeführt. 1853. Richtig. Als wenn du es auswendig kennen würdest. Ob ich es hier gelesen hätte. Echt? Ja. Ja, das ist Giuseppe Verdi übrigens. Das ist er? Ja. Verdi... Könnte auch sein, ein Vorfahrer von Mario Adorf. Wer die Gemälde gemalt hat, weiß man auch nicht so genau. Nee. Toller Witz. Toller Jedenfalls, Witz. Ja. Genau. Was wir auch noch haben, 1475, 6. März 1475, Michelangelo. Ja? Michelangelo. Ja, Michelangelo. Michelangelo. Michelangelo, ja. Italienischer Bildhauer. Ja. Ja, kennt man doch. Ist in Caprese so gestorben. Ach, der ist gestorben? Der ist gestorben. In Caprese? In italienischer Bildhauer, Maler, Architekt. In Caprese gestorben. Caprese ist doch irgendwas zu essen. Ja. Das ist ein Ort oder was? Oder ist er in so einem Haufen Caprese gestorben? In einem Haufen Caprese. Weißt du nicht so genau. Ich überlege mir gerade, wie das sein könnte. Ja, also man kann ja in Caprese sterben. Richtig. Ist Caprese an Caprese. Ist nicht an Caprese. Tomaten-Mozzarella ist das. Aber Caprese ist doch irgendwie so. Tomaten-Mozzarella. So ganz dünn geschnittene. Das ist Carpaccio. Was ist ein Caprese nochmal? Caprese ist Tomatenmozzarella. Das ist Caprese. Da kann man auch dran sterben. Ja. Ist gefährlich. Ja. Also Michelangelo ist an Tomatenmozzarella gestorben. Genau. Ja. Das halten wir nochmal fest hier. Heute bei Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen ist Michelangelo an Caprese gestorben. Ja. 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 La Traviata. Der Verdi hier, ne? Wurde aufgeführt von La Traviata, genau. Und alles Gute an Smudo. Smudo, du bist mein Buddy hier. Cheerio, Miss Sophie. Gute.